was ich über mich erzählen würde, wenn ich 2 Minuten Zeit hätte? Puh, das ist nicht einfach. Also, wahrscheinlich müsste ich mit dem Namen, Alter und dem Geburtsort beginnen. Das mit dem Alter finde ich blöd. Das ändert sich ja ständig. Ich heiße Eva Maria Kölling und bin in Hamburg geboren. Jo, Hamburg. Die Hafenstadt, ne? Jo, da bin ich dann zur Schule gegangen auf ein katholisches Mädchengymnasium. Und später dann in die Schauspielschule. Die war denn aber nicht mehr konfessionsgebunden, nicht? Oh, meine Mutter. Mama? Sie? Nicht schon wieder, Mamma. Ma stop, ieri mi hai fatto perdere 3 ore al telefono. Ma questa ricetta non mi interessa. Se metti la mozzarella o se non la metti, per me è uguale. Fai come ti pare. Non ho tempo ora, mamma. Ti chiamerò domani, va bene? Ma sì. Salutami, babbo, va bene? Sì, ciao, ciao. Jetzt müsste ich wahrscheinlich alle Theaterproduktionen, Stadttheaterproduktionen, Off-Theaterproduktionen, Soloabendproduktionen und alle Filmauftritte meines Lebens aufzählen. Ach Gott, das würde ja bis Mitte Mai dauern. Oldenburg. Oldenburg ist mir wichtig, ja. In Oldenburg spiele ich regelmäßig Kinder- und Jugendtheater und Erwachsenentheater. Das war echt niedlich. Nach der Aufführung kam ein kleiner Junge zu mir und sagte zu mir, du hast doch eben gerade den Koch gespielt, oder? Du bist aber gar kein Junge. Doch, wenn ich will, schon.